Wir haben die vierte Episode 60 Seconds und sind bei Tag 47. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Natürlich unser Opfer. Mal schauen, ob sie... Ich glaube nicht, dass sie zurückkommt. Aber wenn nicht, ist auch kein Problem. Sie hatte eh nichts dabei. Aber wir hoffen natürlich, dass sie mitkommt. Ja? Kann sie uns vielleicht noch einen letzten Dienst vor ihrem Tod erweisen. Denn verrecken wird sie sowieso elendig. So, Dolores möchte etwas Wasser. Was macht er? Nichts, ihn juckt's gar nicht. So, Dolores bekommt Wasser. Und die Räuber wollen noch immer keine Nachtruhe einhalten. Und uns hier stören. Vielleicht werden wir dadurch müde. Oder bleiben dadurch müde. Hey Ted, möchtest du nicht vielleicht ein bisschen Karten spielen? Vielleicht Geist nochmal auf den neuesten Stand bringen. Neuesten Stand durch Karten. Das ist wie Zeitungen, wisst ihr? Liest man, weiß man alles. So, dann auch ist erschöpft. Wahrscheinlich aufgrund Schmacklanges. Ja, Schmacklanges, genau. Wer kennt das nicht? Nach außen zu gehen und diese Bestien zu provozieren, ist das Letzte, was wir tun möchten. Dolores geht es gut. Ted fällt sich normal. Naja, wir kümmern uns um ihn. Wir wissen aber nicht, wie wir Ted können. Ach, nicht normal. Ja, gut. Ich wollte gerade schon sagen. Normal ist das vielleicht nicht. So, während der Evakuation. Evakuierung natürlich. Haben wir es nicht geschafft, Rasierklingen einzupacken und jetzt sehen manche von uns aus wie Yetis. Eine anständige scharfe Axt könnte zur Not den Rasierer ersetzen. Alter, what the fuck, Alter, wen juckten deine Haare in der Apokalypse, dass du riskierst mit einer scheiß Axt? Okay, wir haben eh keine. Wir haben eh keine. Aber wichtig, ja, keine Haare. Apokalypse ist das größte Problem. Kann man schon mal so eine Axt benutzen. Und Rasierschaum. Wenn es keine Axt gibt, dann gibt es kein Rasieren. Vielleicht nächstes Mal. Dolores geht es ziemlich gut, aber sie kann einfach keinen geeigneten Grund zum Klagen finden. Frauen. Ted braucht Verpflegung, und zwar das Komplettpaket. Man könnte denken, dass diese postapokalyptische Welt still und friedlich sei. Still und friedlich sei, weil doch die meisten Menschen fehlen. Doch jemand klopft an unserer Tür, als wir die Tür geöffnet haben. Wir haben einen komischen Mann in einem blauen Overall gesehen, der uns gefragt hat, ob wir einen Hydroprozessor zum Tausch hätten. Hydroprozessor? Was um alles in der Welt ist ein Hydroprozessor? Wir haben genug Wasser. Wir schauen mal, was passiert. Wir haben eindeutig genug Wasser. Tag 50. Oho. Tag 50. Okay. Okay. Wir haben eine Gasmaske bekommen. Ja? Träumchen. Wir haben ihm höflich erklärt, dass wir keinen Hydroprozessor haben, aber wir konnten ihm etwas Wasser geben. Der Mann war enttäuscht, aber er hat sich für das Wasser bedankt und uns im Tausch eine Gasmaske gegeben. Verrückt, oder? Dolores Tolter träumt von einer ordentlichen Mahlzeit und Dolores braucht Wasser. Ted geht's gut. Dolores. Du bist unser Held, unsere Heldin. Wenn du abkratzt, dann haben wir nur noch einen verrückten Ted hier. Und das scheint aussichtslos. Oi, ich wollte gerade sagen, Mary Jane versprach schnell zurückzukommen, aber bis heute ist sie nicht da. Das ist ein Zeichen. Wir befürchten, mir ist etwas passiert. Nach außen zu gehen und diese Bestien zu provozieren, ist das Letzte, bla bla. Und Ted, allen geht's gut. Boah, das reicht noch für zwei... So, wir müssen jemanden rausschicken. Ich bin für Ted, weil Dolores geht's gut. Und Ted... Ja, wahnsinnig ist gut. Der kann... Au, oh, verdammt, ich hab's gar nicht gelesen. War was anderes. Wir haben den jungen Mann und seine Gruppe, seiner Bekannten und... Au. Oh. Ah, das, wo wir irgendwem helfen. Ja, gut, ich sollte vielleicht... Okay. In das genannte Lager begleitet. Wir haben das Mädchen gefunden, ihr eine Waffe zugeworfen und uns den Weg nach draußen freigekämpft. Die Zwillinge waren sehr glücklich, wieder zusammen zu sein. Gleichzeitig waren sie geschockt. Es stellte sich heraus, dass der Räuberanführer eigentlich ihr Vater ist. Wie klein die Welt doch ist, jedenfalls waren sie wirklich dankbar und haben uns versprochen, sich bald mit uns wieder in Verbindung zu setzen. Träumchen! Ted ist wohlbehaben zurückgekehrt. Dolores geht's gut. Allen geht's super. Niemand braucht was. So, das Radio hat eine neue Bekanntmachung von sich gegeben. Die Soldaten sind schon in der Nähe und befehlen uns, eine Person aus jeder Gruppe der Überlebenden zu schicken.
damit sie mit ihnen sich mit ihnen treffen und ihnen von der Situation der Gruppe erzählen kann. Das ist ein bisschen seltsam, aber wir hoffen, dass die Soldaten gute Absichten haben. Was können die sonst machen? Wir müssen jemanden schicken. Ich glaube, Ted kann das Ganze am besten erklären. Das ist ein bisschen obvious, wenn man mit seiner Gruppe kommt, wie die Situation der Familie gerade ist. Und ihm geht es gut. Das gefällt mir. Uns ist gelungen, rechtzeitig zu kommen. Wir haben Gewissenheit alle Fragen beantwortet, die die Soldaten uns gestellt haben. Also Ted alleine und sein Sackenfreund. Naja, doch wir. Lasst uns hoffen, dass wir ihre Erwartungen erfüllt haben, obwohl wir wie eine Bande Penner aussahen. Also sein Sockenfreund und er. Ted ist von seiner Expedition wohlbehalten zurückgekehrt. Dolores braucht Wasser. Wir versuchen mit ihm zu reden, aber er mag lieber mit seinem Handtuch sprechen. Ted braucht Wasser, oder? Nee, Dolores braucht Wasser. Ah, da hat sich gelohnt, um mal zu schauen. Dolores braucht Wasser. So. Ted, du musst raus. Ich würde gerne eine Runde schlafen, aber notfalls wäre er auch bereit mitzugehen. Ah, Dolores wird überleben, aber ich will es nicht riskieren. Weil Dolores die einzige ist. Die ist noch rar, wisst ihr? Das Lager der Räuber, bla bla. Können wir nichts machen. Wir haben eine ziemlich kaputte Pumpe. Pumpe, das ist nicht mal eine Pumpe. Hinterfragen das. So, wollten wir nicht rausschicken? Nach außen zu gehen, bla bla. Bis jetzt ist der Tag für Dolores in Ordnung. Heute Morgen hat er keine neuen Probleme. Ted. Ich gebe dir mit. Die Gasmaske. Nee, den Koffer. Der die Gasmaske. Oder? Mach ich das? Komm, ich geb ihm ein Kartenspiel mit. Vielleicht kann er irgendwas erspielen. Wir brauchen Essen. Das ist wichtig. Das ist jetzt wirklich wichtig. Dolores ist alleine. Ted nimmt drei Gegenstände mit. Warte. Dolores? Geht es ziemlich gut. Kein Grund zum Klagen. Alles super. Okay, gut. Gut, gut. Eine Axt für den Verbandskasten niemals. Ja, ein Händler, als wir am Morgen ein Klopfen an der Tür gehört haben, haben wir vor Angst den Atem angehalten. Doch bald haben wir von draußen Kinderstimmen vernommen. Wir haben uns entschieden, die Tür aufzumachen und es hat sich herausgestellt, dass die Stimme zwei Pfadfinderinnen gehören. Sie haben früher Kekse verkauft, aber sie schienen inzwischen ihr Angebot erweitert zu haben und nun verkaufen sie auch Artikel. Andere Artikel, zum Beispiel Äxte und anderes. Ja. Verbandskasten ist wichtiger als eine Axt. Scheißegal, was die Räuber da oben machen. Insektenspray regelt. Ich hätte gerne so ein Schloss mitgenommen. Dann hätte man auch alleine hier überleben können. Also wenn einer jetzt auf eine Expedition gehen würde und der letzte Bunker sein würde, aber wenn ich Dolores jetzt irgendwo wegschicken würde, wäre es halt so Ende. Weil niemand kann den Bunker aufmachen. Nee. Weil Leute in den Bunker eindringen. So. Obwohl die Mädchen so tapfer sind, dass sie durch das Ödland herumlaufen, hatten sie leider nichts, was für uns nützlich sein könnte. Wir haben also ihr Angebot abgelehnt. Sie haben uns einen schönen Tag gewünscht und uns verlassen. Dolores taumelt von einer ordentlichen Mahlzeit und braucht trinken. Holy. Eine Dose noch. Ted, ich verlasse mich auf dich. Was du jetzt machst, wird wichtig Folgen haben. Hoffen wir mal positive. Ich habe das Gefühl, irgendwas fehlt. Oder? Nach außen zu gehen, bla bla, unser Leben ist kein Märchen, aber Dolores hat heute gute Laune. Träumchen. Schon wieder ein Händler. Oh. Okay. Uns wurde heute ein Besuch abgestattet. Das war eine junge und sehr fröhliche, rothaarige Frau in Begleitung eines mürrisch wirkenden Mannes, der wie ein Soldat ausgesehen hat und wahrscheinlich ihr Leibwächter war. Sie hat uns gesagt, sie sei Händlerin und hat uns eifrig die Artikel gezeigt, die sie mitgebracht hat. Okay. Ich will das Insektenspray. Aber das ist krass. Und ich will... Ach, verdammt, ich kann nur eins kaufen. Okay, dann kaufe ich so ein Schloss. Falls einer von den zwei abkratzt, dass noch einer auf Expedition gehen kann. Das ist wichtig. Das Schloss. Gut. Da haben wir gehandelt. Moment.
Schleim hoch. So, wir haben es geschafft, den Kauf abzuschließen. Die Frau hat uns auch einige Hinweise zu Überlebenden in dem Ödland gegeben, aber die meisten ihrer Ratschläge waren wertlos. Wir wissen schon, dass die Strahlung gefährlich ist und dass man eine Ratte töten kann, indem man sie ausreichend lange mit einem Stock schlägt. Wir haben uns bei ihr bedankt und uns verabschiedet. Angesichts der schwierigen Lage ist es ziemlich ruhig. Wir gehen weiter, bla bla. Ach, Insektenspray. Hätte ich es geholt, aber können auch die Taschenlampe nehmen. Unsere Geduld neigt sich langsam dem Ende zu und wir haben uns entschieden, einen Blick nach draußen zu werfen, um zu prüfen, ob sich etwas in der Nähe zusammenbraut. Als wir schon die Schwelle überschreiten wollten, haben wir plötzlich in der Dunkelheit ein paar tierische Augen zu leuchten begonnen. Das Geschöpf, das sich in der Dunkelheit versteckt hat, hat angefangen fürchterlich zu knurren. Wir haben nur einen kurzen Moment Zeit, um die Entscheidung zu treffen, was wir machen sollen. Ja, Alter, Moment. Sie wollten rausgehen. Er macht die Tür zu und kommt wieder rein, ihr Spasten, Alter. Was wollt ihr denn so Bestien mit einer Taschenlampe? Insektenspray, das würde ich verstehen, ja. Insektenspray würde alles wrecken, aber übermäßige Neugier schien uns zu riskant, so ist es. Und wir sind also so vorgegangen, wie jede andere vernünftige Person es auch getan hätte. Wir haben die Tür zugeschlagen, am nächsten Morgen war das Geschöpf weg. Dolores möchte ein bisschen Wasser. Das kann Dolores haben, davon haben wir genug. Die Räuber sind noch immer da, die wollen uns richtig hart auf die Eier gehen. Tag 60. Dolores geht es nach wie vor gut. Bisher noch wirklich überhaupt kein Problem gehabt. Stabile Frau, würde ich sagen. Jemand sollte wirklich diesen Räubern zur Ordnung rufen. Ihnen zeigen, wo es lang geht. Bis jetzt ist der Tag für Dolores in Ordnung. Der lange Aufenthalt in einem düsteren Bunker führt zu einem Verlust des Zeitgefühls. Wir können es nicht sagen, wie. Ob es Tag oder Nacht ist. Wir haben Schlafprobleme. Unsere inneren Uhren sind völlig durcheinander. Diese schrecklichen Glühbirnen helfen auch nicht. Schade, dass wir sie nicht ersetzen können, aber wir müssen etwas damit tun. An Schlaflosigkeit verreckst du nicht, also kriegst du auch keinen Verbandskasten. Höchste Taktik hier. Oh fuck, jetzt ist sie wahnsinnig. Die war zu lange allein, glaube ich. Er hat kein Essen mitgebracht, wir sind verloren. Nein. Wir müssen sterben. Jetzt haben wir zwei kranke Bastarde. Schön. Schön, schön. Ja. Okay. Ted ist von seiner Expedition wohlbehaben zurückgekehrt. Das ist ja die Hauptsache, ja? Vielleicht leiden wir an einer Neurose, aber wir glauben, dass uns jemand verfolgt hat. Hoffentlich passiert es nicht wieder. Nur wenige Gebäude in unserem Städtchen haben sich als ausreichend widerstandsfähig erwiesen, um die Explosion zu überstehen. Dazu gehörte der örtliche Busbahnhof, der einst als Haupttreffpunkt der Lumpen und Penner galt. Nun steht er leer. Wir haben uns entschieden, dieses Gebiet in der Hoffnung, irgendwelche gelassenen Dosensuppen zu finden, zu durchsuchen. Die örtliche Sportmannschaft hat sich für die Fahrt zum Turnier in Groß-Klein-Leckerdorf. Jawohl. Vorbereitet, ihr Bus war gerammelt, voll mit Flaschen, Frischwasser und Ersatzschuhen, aber keinem Essen. Leider waren keine in unseren Größen, also haben wir nur Wasserflaschen mitgenommen. Dolores geistige Gesundheit ist fragwürdig. Und Ted ist hungrig. Vielleicht hätte ich Dolores den Kasten geben sollen. Dann hätte sie vielleicht auf Expedition gehen können. Die Zwillinge sind wieder da, genau wie sie versprochen haben. Und sie bitten uns um Hilfe. Ihre Gruppe ist zu groß, um dort untergebracht zu werden. Wo sie zurzeit wohnen. Sie können wirklich jemanden mit geschickten Händen und einer Axt gebrauchen, um das Haus zu bauen. Sollen wir Hilfe schicken, können wir nicht ohne Axt. Würde ich machen tatsächlich. In der Hoffnung, Essen zu bekommen. Aber Leute, ich glaube, das Ganze neigt sich dem Ende. Ja, wir hätten selbst eine gute, scharfe Axt gern gehabt. Ja, sie ist für Holzhacken notwendig. Aber sie gewährt sich noch besser als eine erfolgreiche Waffe gegen Räuber. Auf jeden Fall waren wir heute nicht imstande, unseren Freunden zu helfen.
Dolores möchte Wasser, Ted knurrt der Magen, Ted muss leiden, Dolores kriegt Wasser, niemand kann auf Expedition, alles tot und verderben und alles stirbt. Und ah, verdammt. Ted? Wo bist du? Oh fuck. Ted hat es nicht geschafft, den ihn ergreifenden Wahnsinn zu bekämpfen. Es sieht so aus, dass er den Ratschlägen seiner Sockenhandpuppe folgend heute den Bunker verlassen und sich in eine bestimmte Richtung begeben hat. Wir hoffen, dass Ted und seine grausame Handpuppe zusammen viel Spaß haben werden. Nach außen zu gehen und diese Bestien zu produzieren ist das Letzte, immer noch im Vergleich zu Insel wir harmlose zarte Blumen. Dolores möchte essen, Leute. Das Ganze. Tag 64. Dolores lebt noch immer. Bisschen krank im Kopf. Dolores hat seit langem nicht mehr gegessen. Dolores hat auch kein Essen. Dolores kann auch keine Expedition. Wir sind dem Untergang geweiht. Heutiges Rütteln an der Tür hat uns auf den Schlaf gerissen. Sie donnern und donnern, als ob es kein Morgen gäbe. Geben sollte. Vielleicht ist es auch so. Sollen wir die Tür öffnen? Was anderes bleibt uns nicht übrig. Tun wir es. Rescue Time. Aha. Aha. Sicher! Wir sind endlich sicher. Die Soldaten haben uns aus diesem verfluchten Loch befreit, obwohl es für eine gewisse Zeit unser Zuhause war. Werden wir es nicht vermissen? Wir haben keine Ahnung, ob uns eine leuchtende Zukunft erwartet oder dich alleine, Dolores. Wenn ja, dann hoffen wir darauf, dass sie nicht so aufgrund der Blitze der Atombomben sein wird. Wir haben 65 Tage in diesem Bunker verbracht. Wir sind alle sicher. Ach, warte, das sind die Tage. Die ganzen Motten waren. Motten. Ja, das Motto ist eher. Krass. Krass. Muss sagen, ich habe das Spiel schon des Öfteren gespielt. Aber ich habe es nie durchgespielt. Beziehungsweise nie geschafft. Jetzt noch eine Weile. First Try. Habe ich gut gemacht. Träumchen. Wir haben überlebt, Leute. Wir haben überlebt. Gut. Puh. Ich denke, ich erzähle noch ein bisschen was für Leute, welche noch dran sind und sich vielleicht ein bisschen was erzählt haben wollen. Ich glaube, die Zeit vom Video wäre gar nicht so... Ne? Das würde eigentlich klar gehen, aber ich erzähle noch ein bisschen was. Ich nehme das Ganze nämlich auf, ein bisschen vorproduziert. Ich habe hier alle Videos, wie man vielleicht erkennt, alle an einem Stück aufgenommen und... Mir hängt das Maul, Alter. Mir tut das Maul weh, ja? Mir tut das Maul weh. Das ist... Ja, wie lange habe ich jetzt gesprochen? Ja, eine Stunde, 40 Minuten lang durchgehend gelabert. Hey! Das ist ein bisschen was. Wenn ich mir Gronkh anschaue, wie der irgendwie 8 Stunden lang, 12 Stunden lang am Tag aufnimmt, ist für mich das vielleicht nicht allzu verständlich. Aber gut, ich hatte auch nichts anderes als... Mir blieb nichts anderes übrig, als durchgehend zu reden. Denn einen anderen Inhalt hat dieses Spiel nicht als Text, welchen man natürlich vorlesen möchte, als jener, welcher das spielt. So, ich hoffe, euch hat das gefallen und ciao!